Herzlich willkommen bei Big Friends TV. Wir haben heute im Studio Christoph Gautschi. Christoph Gautschi arbeitet auf dem Bau als Vorarbeiter und kommt aus Thun. Christoph, du bist Triathlet oder Multisportathlet, kann man vielleicht sogar mehr sagen. Ja. Wie bist du zum Sport gekommen? Ich weiß, du hast mal Biken vorher und dann hat sich verschlagen in die andere Richtung, Richtung Triathlon. Ja, ich. Also ich bin lange Downhill gefahren und habe dort recht viel Unfälle gemacht. Und dann habe ich nicht genau gewusst, was ich soll. Dann bin ich mal auf ein Rennen gekoppelt und dann hat es mir extrem gefallen. Und ja, so bin ich eigentlich. Und wie ist das Schwimmen und Zettel dazu gekommen? Ja, es ist eher. Eins hat zum anderen geführt, eigentlich. Ja. Okay. Ja. Wie lange machst du schon Triathlon? Seit vier Jahren. Ja. Und bist du immer Rennen gefahren oder hast du am Anfang noch sonst freizeitmässig das ich gemacht? Nein, ja, ich habe eigentlich sofort mit einem kleineren Rennen angefangen. Ja. Gut. Letztes Jahr hast du Inferno-Triathlon gemacht in Thun. Ja. Als Olengs-Rennen. Was hast du sonst noch gemacht letztes Jahr? Wie hast du letztes Jahr die Saison verbracht? Angefangen habe ich mit dem Biathlon und dann Weltathlon. Und das Highlight war sicher letztes Jahr der 7-Tage-Gigathlon. Und ich auch Single gemacht habe. Und ja. Gut. Oder Inferno, ja. Gut. Was steht 2014 auf dem Programm? Ich weiß, du trainierst recht viel, kommst gerade vom Schwimmen, bist intensiv dran. Was steht 2014 an? Was sind deine Höhepunkte? Also Höhepunkt ist sicher der Swissman. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Highlight für dieses Jahr. Ja, und anfangen tue ich mit dem Marathon in Sandburg. Swissman, was hat der für Daten, Eckdaten von diesem Rennen? Ja, das sind einfach Ironman-Distanzen und mit sehr vielen Höhenmeter. Okay, ja. Gut. Und wenn wir jetzt zum Schluss kommen, was ist so ein Motto oder was ist so der Spruch, wo dir begleitet, wo du immer wieder siehst, das zeigt mir der Krieg und auch Tschüss? Ist jetzt noch ein bisschen schwierig. Oder gibt es hier ein Motto, das du verfolgst, oder das ist mein Motto? Ja, Motto. Ich sage mir einfach, es geht nicht nur um den Sport. Okay. Ja. Also es gibt noch andere Sachen. Ja, genau. Genau. Gut. Okay. Gut. Ja gut, wir wünschen dir für die Saison 2014 viel Erfolg. Schön, merci, dass du im Big Friends Team bist und merci, dass du uns gegen uns vertrittst. Und wir wünschen dir gute Zeit und merci vielmals, dass du vorbeikommst. Ja. Danke vielmals. Merci dir. Ciao, Rigo. Ja, okay.